Brauchen wir eine Pflichtversicherung für Elementarschäden? Die Länder wollen das. Die Ampel auf Bundesebene ist sich noch nicht ganz einig. Es gibt eine Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern, die sich mit dem Thema befasst. Und Mitglied in dieser Arbeitsgruppe ist der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der zugeschaltet ist jetzt. Herr Buschmann, was tun, wenn Leute eine Versicherung gegen Elementarschäden wollen, aber einfach keine kriegen? Menschen, die eine Versicherung wollen, sollen eine bekommen. Mein Vorschlag lautet dafür, dass es eine Versicherungsangebotspflicht für Elementarschäden gibt. Das heißt, jeder, der einen Versicherungsvertrag schon hat, der soll eine Erweiterung angeboten bekommen. Und jeder, der einen neu abschließt, soll immer auch die Möglichkeit haben, Elementarschäden mit abzudecken. Das löst dieses Problem. Diese Angebote können ja sehr teuer sein, bei einigen Menschen mehrere tausend Euro. Kann das betragen? Was wollen Sie da tun, wenn Leuten das einfach zu teuer ist? Also gegen die Prämienhöhe hilft natürlich auch eine Elementarschadenspflichtversicherung nicht. Versichert ist er aber erst, seitdem es die Deichmauer gibt. Versicherung war wirklich erst möglich oder finanzierbar, wo hier diese Mauer, an der wir hier stehen, gebaut wurde. Davor waren das wirklich sehr hohe Preise, also Jahrespreise, 4.000, 5.000 Euro mit sehr hohen Selbstbeteiligungen im fünfstelligen Bereich, 20.000, 25.000 Euro, so war, glaube ich, Angebote, die man da bekommen hat. Weil die Prämie sich ja am Risiko eines spezifischen Gebäudes bemisst. Diese Prämie wird ja nicht dadurch günstiger, dass das Gebäude daneben versichert ist oder andere Gebäude auch, sondern es wird immer an dem individuellen Risiko des Gebäudes festgemacht. Die Versicherungswirtschaft ist gegen eine Pflichtversicherung. Auch weil zu wenig getan werde, damit es erst gar nicht zu Schäden kommt. Uns fehlen bessere Deiche, die nicht nach zwei Tagen schon durchweichen. Wir versiegeln zu viel Fläche. Jeden Tag versiegeln wir knapp 60 Fußballfelder. Wir haben in den letzten 20 Jahren immer noch 32.000 Häuser gebaut in extrem überschwemmungsgefährdeten Gebieten. Wenn man nicht in Prävention investiert, werden die Prämien für die Wohngebäudeversicherung sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Einfach dadurch, dass es mehr Schäden gibt und schwerere Schäden. Bei einer Pflichtversicherung müsste künftig jeder einen Vertrag abschließen. Eine Angebotspflicht würde hingegen nur bedeuten, dass die Versicherer zwar jedem ein Angebot machen müssen, jeder Hauseigentümer aber weiterhin frei entscheiden kann. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich die Prämien gesetzlich deckele, so dass sie das Risiko nicht ordentlich widerspiegeln, dann würden Unternehmen aus dem Markt austreten. Das beobachten wir teilweise im Ausland, wo man diesen Weg gewählt hat. Oder wenn man eine Pflichtversicherung einführt, die bezahlbar sein soll, damit Menschen nicht aus ihren Häusern vertrieben werden, sie die verkaufen müssen möglicherweise, dann landen wir am Ende doch wieder bei einer Staatsbeteiligung. Und da haben ja eigentlich die Länder gesagt, dass sie das nicht wollen. Denn es soll ja darum gehen, den Steuerzahler von den Risiken freizuhalten. Mhm. Genau das wäre aber nicht umsetzbar, wenn man die Prämien deckeln möchte. Bleiben wir noch mal bei der Pflicht zu einer Elementarversicherung. Wenn man wirklich alle verpflichten würde, sich dagegen zu versichern, dann würde das doch automatisch auch die Prämien drücken. Das ist eben eine Fehlvorstellung. Man glaubt immer, wenn dann viele in den Topf einzahlen, würde es für jeden Einzelnen günstiger werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens, also beispielsweise ein Hochwasser, bemisst sich ja allein an der Lage und eben an den Kosten, die man für die Wiedererrichtung des Gebäudes braucht. Das ist eine objektive Tatsache. Wenn man nicht in Prävention investiert, werden die Prämien für die Wohngebäudeversicherung sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Einfach dadurch, dass es mehr Schäden gibt und schwerere Schäden. Nochmal zu Ihrem Modell, Herr Minister. Wenn also die Versicherungen künftig ein Angebot machen müssen, es aber den Leuten, die in Hochwassergebieten leben, überlassen bleibt, ob sie dieses Angebot annehmen oder nicht, werden wir auch künftig immer wieder Fälle haben, wo der Staat am Ende einspringen muss mit Soforthilfen. Es bleibt also doch beim Steuerzahler hängen.
Naja, das wäre ja in beiden Fällen der Fall, weil auch die Elementarschadenspflichtversicherung, wenn sie zu bezahlbaren Prämien erhältlich sein soll, ja auch eine Staatsbeteiligung erfordert. Allerdings ist es so, dass die Länder bei einer Angebotspflicht natürlich ein Kontrollinstrument in der Hand behalten. Es gibt Bundesländer wie Sachsen beispielsweise, die sagen, dass Hilfen an Menschen, für die eine Elementarschadensversicherung erhältlich war, die sich da bewusst gegen entschieden haben, auch keine staatlichen Hilfen bekommen. Das haben also die Länder selber in der Hand, wie sie die Förderrichtlinie und die Hilfsrichtlinien ausgestalten.